Wir befinden uns hier in dem größten Rheinwiesenlager, welches es damals gab. Wir sind in Remagen. Es gab insgesamt 22 von diesen Rheinwiesenlager. Aber was war das überhaupt? Stellt euch vor, am Ende des Krieges gab es Unmengen an Kriegsgefangenen, an deutschen Kriegsgefangenen, die sogenannten Lanzer. Das waren Soldaten, die auf deutscher Seite gekämpft haben. Und die mussten natürlich untergebracht werden in Lagern, in Kriegsgefangenenlagern. Und das haben die Alliierten in sogenannten Rheinwiesenlagern getan. Heute habe ich den Tag genutzt, um die Spuren eines Rheinwiesenlagers mir anzuschauen. Und meine Auswahl ist auf das in Remagen gefallen. Und wir blicken hier gerade auf das Lager. Das Lager war ausgerichtet für 135.000 Menschen. In der gesamten Zeit sind dann allerdings bis zu 300.000 Menschen hier interniert worden.